So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, nicht Pokémon Go. Das ist der dritte Teil, denn wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Das hängt mir schon zum Hals raus, ich kann es kaum noch sagen. Wir haben in den letzten zwei Folgen, ich muss jetzt wieder alles zusammenzählen, wir haben diesen besonderen Pure Parrot Saft probiert, ja, mit diesem Papagei drauf. Konnte ich nicht empfehlen, reicht ein normaler Mangosaft. Wir haben den zweiten davon probiert, von Pure Parrots Blues. Habe ich mich gefreut auf das Kokoswasser. Hat im Prinzip nur nach alter Garage geschmeckt. Nee, alte Holzlackier, Werkstatt, alte Farbe, irgendwas. War auch ein besonderer Geschmack auf jeden Fall, aber ist jetzt nichts, was ich unbedingt nochmal kaufen wollte. Dann haben wir Werbung gemacht für O-Saft, ne? O-Saft in dem Bierglas. O-Saft gab es dann in diesem Leopardenglas. Zebra-Muster-Zeugs, ja, du kennst den Unterschied zwischen Leopard und Zebra nicht, oder was? Dann Limited Edition Number 3, O-Saft in dieser Silvester-Champagner-Flasche-Design, was halt dann, so war es, ein Bierglas im Bierlook, das sollte hier sein, wie, aha, die wollen anstoßen, haben wir O-Saft Nummer 4 Limited Edition gefunden in der Lavalampe, Lavalampen-Style. Was leider kein O-Saft war, sondern halt diesmal Apfeltraube, Rhabarber, Birne, Pinke, Drachenfrucht. War einfach extrem säuerlich. Dieses ganze Traube-Apfel hat überwogen. Vom Rhabarber-Birne hat man eigentlich gar nichts gemerkt. Ich finde es sowieso Schwachsinn, dass hier draufsteht Rhabarber-Birne und so. Und dann sind genau diese zwei Zutaten, mit denen beworben wird, sind die am geringsten da drin sind, weil der Hauptbestandteil einfach zu 43% schon Apfel ist und zu 20% Traube. War auf jeden Fall nix. Weiß ich nicht, wo ich die anderen Gläser davon habe, sonst hätte man das sammeln können. Dann wollte ich ja am Ende immer ein schönes 5-0er Dosenbier trinken, dass ich mich da übelst wegknallen kann, aber mir war schon so räudig schlecht. Und jetzt kommen wir zum Highlight, denn die Kollegen von True Fruits, wo eben diese O-Saft Gläser her sind, diese vier Limited Editions O-Saft, haben jetzt das hier erfunden. Und was ist das? Wer sich dieses Männchen hier anguckt, der müsste an seine Kindheit erinnert zurückdenken und sagen, oh, Bruder, seit wann fährt er Skateboard? Was ist da los? Hier steht nämlich was mit? Ne, sieht man nicht, weil das ist wahrscheinlich ein geschützter Begriff. Ihr kennt doch bestimmt Emoikal, oder? Wenn das so heißt. Emoikal, diese Halsbonbons in so einer Tüte mit diese rötlichen Bonbons mit so einem Erdbeergeschmack oder was das ist. Also auf jeden Fall so ein rötliche Bonbons mit rotem Geschmack und diesem lustigen Gesicht von diesem kleinen Bub hier drauf. Jedes Kind hat das gemocht, bei Husten wurden immer diese Emoikal gekauft, jeder hat das gegessen, tütchenweise, das sollte gar nicht so gemeint sein. Und jetzt haben die sich gedacht, krass, wir sind so heftig unterwegs mit unseren O-Saft-Sachen, die der Ramses immer kauft, als einziger Mensch auf der Welt, und es dann bereut. Wir bringen jetzt einfach mal einen Shot raus. Es gibt ja viele so kleine Dinger, Ingwer-Shots, andere Shots hin und her, was alles gesund und super sein soll. Hier steht kleiner True Fruits Menthol Shot. Das ist also bestimmt, wie es hier auch noch steht, wilde Kirsche mit 0% Skateboard. Also an sich ist das ja eigentlich lustig jetzt, ja, dieses Männchen zu nehmen, zu verunstalten, ein Skateboard in die Hand zu drücken und dann aber hier Geschmack Wildkirsche mit 0% Skateboard. Da ist kein Skateboard drin, alles klar. Dann sind hier Kirschen abgebildet. Zusätzlich steht unter den Kirschen Bullshit frei. Bullshit frei. Also dafür, dass das ja eigentlich für Kinder sein soll, vielleicht ist das gar nicht für Kinder. Ich denke, es ist für Kinder, aber es ist eigentlich gerade für Erwachsene, die sich an ihre Kindheit zurückerinnern sollen. Es will auf jeden Fall mega cool sein. Deswegen Skateboard, aber ohne Skateboard. Bullshit-frei. Ne? Und dann haben wir hier drüben ein Graffiti. Also das ist, es ist sehr detailliert, das muss man schon dazu sagen. Auf dem Skateboard unten auf dem Deck steht sogar auch True Fruits dabei. Und hier ist so ein kleines Graffiti. Da steht einfach nur Husten? Fragezeichen. Fuck off.
Fuck off, Husten, Alter, verstehst du? Das ist kein. Deswegen wird die Jugend ja auch immer bekloppter, wenn schon auf den Getränken ihr einfach dazu animiert werdet, zu fluchen und durchzudrehen und zu randalieren. Was steht aber sonst noch hier drauf? Hier ist wieder diese Ernährungstabelle. Hier haben wir eine kleine Beschreibung noch dazu, denn hier steht Limited Number One. Also es ist nicht so, dass das durchweggehend nummeriert wird nach den 4 Limited Editions von den großen Gläsern, dass eine Limited Edition Nummer 5 ist. Die fangen jetzt mit kleinen Limited Editions an. Limited Edition, die Limited Number One, True Fruits X Kinder Emoikal. Also es steht auch hier Kinder Emoikal. True Fruits und Kinder Emoikal haben sich zusammengeschlossen. Ihr wisst, alle heftigen, wichtigen Rapper schreiben nicht mehr hin Featuring. Nicht mehr Flair featuring Bushido. Da steht dann halt Flair X Bushido. Und die haben das natürlich alles aufgefasst, weil sie ja so fresh und dope sind. True Fruits X Kinder Emoikal. Zubereitung aus Früchten und Fruchtsaft. Zuckerrüben und Agavendicksaft. Gewürzen und Aromen. Zutaten. Apfelsaft, Kirschsaft, Birnenpüree, Bananenpüree, Zuckerrübensaft, Agavendicksaft, Agave Power, gut. Süßholzwurzel, Wurzelpulver, Isländisch Moos, Pulver. Isländisch Moospulver, okay. Natürliches Aroma, Bittermandel. Natürliches Aroma, Menthol. Wir sind jetzt gespannt, ist natürlich pfannfrei. Ich weiß nicht, ob man das aufhebt oder nicht. Ich glaube, es reicht, wenn wir es einmal bei Ramses Kitchen gesehen haben. Ist ein Shot. Ein Shot trinkt man normalerweise im Ganzen. Ich möchte das jetzt mal aufmachen. Ich möchte auch, dass Pupsi das dann mal probieren kann später. Es riecht auf jeden Fall sehr nach Kirsche. Ja, ein bisschen minzig auch. Ihr seht das ja hier. Das ist, oder warte mal, wir stellen es mal ab. Es ist auf jeden Fall rot. Es ist rot. Hier steht der andere Bullshit. Und getreu nach dem Motto Fuck off Husten, werden wir jetzt hier mal einen kleinen Nipper nehmen. Wow! Also so sehr ich die Verpackung auch verteufle und verurteile, dass sie unsere armen, schutzlos unterbemittelten Kinder so der bösen Welt aussetzen und radikalisieren, muss ich sagen, es ist echt verdammt gutes Zeug. Ich glaube, ich werde mir gleich eine ganze Stiege holen. Fuck off, Lieferant, gib mir einfach mit. Es schmeckt frisch. Diese Mentholnote kommt im Abgang durch. Erstmal habt ihr diese Wildkirsche dabei, die nicht zu süß ist, die trotzdem schmeckt einfach wie die Bonbons. Das finde ich richtig gut getroffen, direkt an die Kindheit zurückerinnert. Finde ich eine feine Sache. Also wenn ihr keinen Bock mehr habt, Bonbons zu lutschen, kauft euch einfach die Teile, zwiebelt euch das rein und ihr seid heftig der Boss. Wenn ihr dann in der Schule sitzt, euer Pausenbrot esst und dann hier diese Bombe rausholt und sagt, ich sauf mir jetzt erstmal ein, dann seid ihr auf jeden Fall angekommen in der Welt. Habe ich auch im Kaufland gesehen, neben dieser komischen Lavalampe von den Leuten. Also, nachdem ich enttäuscht war von dem Rhabarber-Birne-Saft in der Lavalampe, muss ich sagen, das finde ich richtig genial. Über Verpackung lässt sich streiten, diese bösen Botschaften überall, dieses Radikalisierte, aber, weiß ich nicht, Stock aus dem Arsch, getrunken und gesagt, heftig, fuck Husten, fuck auf Husten, fertig, gönnt euch das, geht mal ins Kaufland, probiert das, das war's von meiner Seite aus, wir kommen immer noch nicht dazu, das 500 Dosen Bier zu trinken, eigentlich müsste ich jetzt noch 2 Hotdogs testen, aber diese ganzen Geschmäcke haben mich jetzt so kaputt gemacht, ich glaube, ich muss gleich brechen, in meine Schüssel rein, ich habe keine, das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.